Es gibt ein neues deutsches Restaurant, wo wir bestellen werden. Und da schauen wir auch direkt mal rein. Rindergulasch gibt's hier. Hähnchengeschnetzeltes, Biergulasch, Chili con Carne und Chili Sin Carne. Diese 5 Sachen sind am Start. Dazu noch 4 Eintöpfe und das ist es schon. Wir holen uns doch einfach mal ein klassisches Rindergulasch. Man kann sogar abgeben mit Reis, Spiralnudeln oder kleinen Kartoffeln. Ich nehme mal mit Reis. 15,90 Euro. Und dann nochmal als Vergleich auch was Veggie-mäßiges. Nehmen wir Chili Sin Carne mit Spätzle. Bestellen beide mal. Piu. Ist angekommen. Gehen wir zuerst mal rein in den Reis mit dem Gulasch. Let's try. Das ist safe der beste Liefergulasch, den ich tatsächlich hatte. Ich gebe hier eine 4,9. Das ist fast perfekt. Jetzt gehen wir nochmal in das Chili Sin Carne mit den Spätzle rein. Lecker, würzig, gleichzeitig aber auf der anderen Seite nochmal so ein Punch mit Schärfe, der nur ganz kurz bleibt. Spätzle sind fertig, Spätzle. Chili con Carne, 4,5. Spätzle, ist eine 0,5. Kompletter Rotz, sage ich euch, wie es ist.